Ist Weißweinessig halal? Kein Problem. Branntweinessig, Weißweinessig, das normale Essig, was nur einen bestimmten Prozentteil an Alkohol hat, der nicht berauschend wirkt, so ist das kein Problem. Das zählt nicht als Alkohol in unserer Religion. Weil der Prophet s.a.w. sagte, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Alles, was berauscht, wird auch Khamr genannt. Und wenn eine Sache Khamr ist, ist sie haram. Können wir das Khamr nennen, wenn es uns nicht berauscht? Das ist die Sache. Und was ist der Maßstab? Der Maßstab ist, wenn du viel davon nimmst und es berauscht dich, dann berauscht dich das auch in kleinen Mengen. Wenn du zum Beispiel Hamburgerbrot isst, da ist auch Ethylalkohol drin. Aber wenn du jetzt 20 Hamburgerbrote isst, wirst du berauscht? Aber die wird übel werden, richtig? Alhamdulillah. Na.